Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf dem deutschsprachigen YouTube-Kanal von Chess.com. Die heutige Partie des Tages wurde in der fünften Runde des German Masters 2022 zwischen Arik Braun und Jonas Rosner gespielt. Arik begann hier mit seiner Hauptwaffe, dem Zug erstens D4 und nach D5 C4 C6 haben wir hier eine Stellung der slawischen Verteidigung. Springer C3 E6, Weiß nutzt jetzt den Umstand aus, dass der Läufer jetzt quasi außerhalb der Bauernkette so ein bisschen gefangen ist und möchte diesen langfristig abtauschen. Läufer E4, F3, Läufer nach G6, Dame B3, legt jetzt auf B7 den Finger in die Wunde und nach Dame C7, Läufer D2 strebt Weiß hier schnellstmöglich die lange Rochade an. Läufer E7, Bauer schlägt D5, Bauer schlägt D5, lange Rochade, Springer C6. Bis hier noch nichts Ungewöhnliches passiert. Springer schlägt G6, H schlägt G6 und der König geht jetzt aus der Gegenüberstellung. Hey Leute, da wir uns im Wachstum befinden und die meisten von euch, die den Kanal gucken, uns noch nicht abonniert haben, würdet ihr uns einen Riesengefallen tun, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und uns einen Like da lasst. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Mal merken, dass hier ein Zug wie Turm schlägt H2 nicht möglich ist, weil nach Turm schlägt H2, Turm schlägt H2. Dame schlägt H2, Dame schlägt B7, hätten wir hier einen sehr unangenehmen Doppelangriff. Insofern verbietet sich das immer. Nicht nur jetzt, sondern auch noch in der Folge. Und zwar nach A6, Turm C1, baut jetzt seinerseits eine Gegenüberstellung auf. Ist natürlich das gleiche Motiv immer noch in der Stellung. Springer nach D7. Legt sich erstmal noch nicht fest, was man mit dem König macht. Und jetzt der Zugläufer nach E1. Die Idee ist jetzt relativ simpel, mit Läufer G3 hier mal die Dame zu befragen und außerdem kann die Dame nach D1 und dann eventuell den Zug E4 planen. Turm C8, Läufer nach G3, Dame nach B6 und jetzt geht die Dame nach D1 zurück. Das ist alles auch noch sehr schematisch gespielt hier von Weiß. Dieses lange Rochade, König B1, Turm C1, Dame D1, das ist ein ziemlich üblicher Aufbau. Schwarz macht jetzt den Zug Springer nach A5, auch sehr logisch, möchte jetzt gern mal auf das Feld C4 gehen. Läufer nach D3, Springer C4, jetzt droht es matt auf B2, Dame E2. Bis hierhin war alles sehr, sehr logisch und Weiß steht wohl etwas angenehmer. Und jetzt kommt zur ganz großen Überraschung ein direkter Einsteller, und zwar der Zug Läufer nach D6. Wer möchte, kann an dieser Stelle gerne mal das Video pausieren und mal selber überlegen, warum das Ganze ein Einsteller sein sollte. So, und zwar, das Ganze ist ein Einsteller, weil man jetzt mit dem Läufer auf C4 schlagen kann. Jetzt hat Schwarz die Möglichkeit, wieder zu schlagen. Allerdings sehen wir gleich, wie das mindestens einen Bauern verliert. Und die Alternative wäre, dazwischen zu schlagen auf G3, um diesen ganzen taktischen Mätzchen, die wir gleich sehen werden, aus dem Weg zu gehen. Allerdings hat hier Weiß die Möglichkeit, die Dame anzugreifen. Und wenn die Dame zum Beispiel zurückgeht, kann man hier einfach auf A6 einen Bauern verhaften. Danach B schlägt A6, H schlägt G3. Der schwarze König sehr schwach ist, Weiß einen glatten Mehrbauern hat und der Bauer auf A6 auch noch schwach ist, ist die Stellung tatsächlich völlig hoffnungslos. Und deswegen entschied sich Jonas Rosner hier für den Zug Turm schlägt C4. Bauer schlägt C4, ändert nichts an der ganzen Geschichte, denn jetzt wird auf D6 genommen und der Zug Springer nach E4 gespielt. Das ist ein sehr schönes taktisches Motiv, die Dame ist angegriffen und man droht auf C4 zu schlagen, zum Beispiel, wenn die Dame jetzt nach C7 zurückgeht, um das alles zu decken, könnte man ja denken, auch das ist ja alles völlig in Ordnung für Schwarz. Nach Turm schlägt C4, geht Dame schlägt C4 nicht wegen Springer D6 Schach und man hätte hier eine Springergabel auf die Dame. Aber Bauer schlägt C4, sieht auf den ersten Blick aus, als könnte es in Ordnung sein für Schwarz. Allerdings geht hier einfach der Zug Dame schlägt C4. Denn nach Dame schlägt C4, Springer D6, Schach, König E7, Springer schlägt C4. Hat Weiß auch hier einen glatten Mehrbauern und steht hier einfach tatsächlich schon komplett auf Gewinn. In der Partie kam der Zug Turm schlägt C1. Also andere Sachen wie Dame B8 oder so verlieren halt auch einfach ersatzlos diesen Bauern. Und nach Turm schlägt C1, Turm schlägt C1,
kam jetzt der Zug Dame nach B8. Hier könnte man auch Dame schlägt H2 überlegen, aber hier kommt auch sehr schön wieder das gleiche Motiv zum Tragen, und zwar Springer D6 Schach möchte die Dame jetzt von der Deckung des Turmes ablenken, und sollte hier einfach König E7 kommen, kann man sich den Bauern auf B7 schnappen, und hier hat man nichts mehr als Weißer, aber der schwarze König steht sehr schlecht, und auch diese Stellung ist tatsächlich völlig hoffnungslos. Und hier kam jetzt der Zug Dame nach B8. Das sieht so aus, als würde es alles erstmal zusammenhalten. Allerdings gibt es hier eine nette taktische Riposte, die Arik natürlich gesehen hat, und zwar den Zug Turm C8. Jonas Rosner wird das mit Sicherheit auch gesehen haben, aber hat sich dazu entschieden, hier die Dame zu geben, in der Hoffnung, dass man hier vielleicht eine Festung bekommen könnte. Aber Arik zeigt sehr, sehr eindrucksvoll, dass das einfach nicht funktioniert. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich die Partie ausgewählt habe, um zu zeigen, wie man, mit welchen technischen Mitteln man so eine Stellung dann relativ einfach gewinnen kann. Okay, die Züge hier sind jetzt nicht ganz so wichtig, sondern es geht erstmal nur darum, was die weiße Idee eigentlich ist. Also Weiß baut sich erstmal auf, und dann wird es langfristig zu Zugzwang bei Schwarz führen. Dame D6, Springer E8, Dame E5. Es ist super schwer für Schwarz Züge zu machen. Turm D7, jetzt geht der König über die C-Linie erstmal auf die D-Linie. So, da steht er stabil. Da muss er sich keine Sorgen machen, dass er irgendwie in Gefahr gerät. Zack, zack und E5. Und jetzt erhalten wir gleich eine fantastische Stellung. Und zwar macht Arik jetzt den Zug F4, F5. Und Schwarz sagt hier im Prinzip schon so ein bisschen an, er möchte nichts mehr anderes ziehen in dieser Partie, außer irgendwie diese Züge. Und das kann Weiß relativ einfach unterbinden. Und zwar schiebt man jetzt erstmal den Bauern nach B6, so wie Arik das auch hier wieder eindrucksvoll tut. Der Turm ist immer an die Deckung des Bauern B7 gebunden und der Springer ist quasi tot in dieser Stellung. Turm nach E7, Dame D8, und jetzt ist Schwarz quasi beschränkt auf die Züge König F8, König F7. Hier hat er jetzt den Zug G5 gemacht. Man kann sich nochmal kurz angucken, wenn der König nach F8 geht, dann kommt einfach der weiße König über H4 nach G5. Und jetzt macht man einfach einen Aussetzzug. Und Schwarz ist hier ja wieder in Zugzwang. Schwarz hat sich hier entschieden, mit G5 das Ganze zu verhindern. Aber hat natürlich andere Nachteile. Wenn man jetzt den König ziehen würde, sowas wie König F8, dann würde wieder G6, oder was heißt wieder, aber dann würde G6 kommen. Und auch hier ist Schwarz in Zugzwang nach zum Beispiel F4, einfach ein Königszug, und Schwarz wäre verloren. Ist ja sowieso schon, aber Schwarz entscheidet sich hier für den Zug G6. Und Weiß spielt H4. König F8, König E3, König F7 und H5. Ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist rauszuschlagen und die andere ist, wie weiterhin stillzuhalten. Aber Jonas hat sich für Stillhalten entschieden. Aber jetzt marschiert der Bauer einfach nach vorne. Und jetzt droht hier bereits der Zug Dame schlägt E7. Das heißt, der Turm muss ziehen, denn nach Dame schlägt E7, König schlägt E7. Würde einfach der Randbauer durchlaufen. Und nach Turm F7, Dame C8 ist Schwarz wieder in Zugzwang. Jetzt Turm E7 zurück, und jetzt nach Dame C5 ist das Schlagen auf E7 schon gar nicht mehr zu verhindern. Aber das größere Problem für Schwarz ist hier, auch einfach irgendeinen anderen Zug zu machen. Denn er hat hier den Zug König F7 gespielt, aber hier muss man nicht mal mit der Dame auf E7 schlagen, sondern hier kann man direkt mit dem Bauern nach H7 gehen. Und die Partie ist beendet. So kam es auch in der Partie. Und Arik hat hier eine sehr, sehr solide, technisch sehr, sehr schöne Partie gewonnen, finde ich. Also Schwarz hat halt relativ zeitig was eingestellt, hat sich entschieden, die Dame zu geben. Aber im Großen und Ganzen war das ein Spiel auf ein Tor, und Arik hat das sehr, sehr gut umgemünzt. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie euch die bisherige Partienauswahl gefällt. Meint ihr vielleicht zu viel Arik Braun, oder meint ihr, man bekommt von Arik Braun nie genug?
Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao.